eigentlich wollten wir ja hier essen gehen, aber der Fahrladen hat leider zu. Obwohl die meisten der, meiner Freunde meinen, dass hier das beste Fahr gibt. Also werden wir einfach nebenan gehen und dort was essen. Da wir jetzt in Hanoi sind, wollen wir auf jeden Fall zum Frühstück das traditionelle Fahr Hanoi probieren. Sogar mit Quai. Guten Appetit. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut und was ich auf jeden Fall vermisst habe, ist dieses Quai. Das haben wir leider in Taiwan nicht. Es ist 7 Uhr morgens jetzt in Hanoi und mein Bruder und ich haben unsere Sachen gepackt, weil für uns geht es gleich nach Guangning zu der Familie von unserem Vater. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Bus und ich hoffe, dass es einfach eine angenehme Fahrt wird und bis nachher. So, wir sind jetzt nach 4 Stunden in Gampa angekommen. Das ist die Stadt, wo mein Vati groß geworden ist. Und da vorne wohnen schon die Verwandten. Heute früh ging es für uns zu einer der größten Tempelanlagen in der Halongbucht, nämlich dem Tempel Gaibao. Auch wenn du nicht Buddhist bist, ist auf jeden Fall ein Besuch empfehlenswert. Wir waren die letzten paar Tage bei der Familie von unserem Vati und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, alle wiederzusehen. Wir haben sehr, sehr viel gegessen, doch nun geht es für uns weiter zu der Familie von meiner Mutti. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Die nächsten paar Tage werden wir hier im Dorf von meinen Großeltern verbringen. Und man merkt auf jeden Fall den ganz großen Unterschied zu einer Großstadt wie Ho Chi Minh City. Hier ist das Leben im Dorf viel, viel einfacher. Wir haben hier einen großen Garten, wo unsere Großeltern vieles selber anbauen, mit einem Teich. Und man merkt auch, hier ist es nicht so laut wie in der Großstadt. Hier wirst du nur früh morgens von einem Hahn oder so geweckt. Gerade war sehr viel los, denn heute ist die Hochzeit von unserem Cousin und dafür wurde das komplette Dorf eingeladen. Natürlich wurde sehr viel gesungen und wieder viel gegessen und ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr für ihn. Das war's mit meiner Reise. Ich bin jetzt am Flughafen und für mich geht es jetzt nach Ho Chi Minh City. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.